Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich mit euch 5 Fehler besprechen, die meiner Meinung nach in Warzone viel zu häufig vorkommen. Und möchte diese gerne heute Stück für Stück mit euch durchgehen. Und diese Tipps sollen euch, ja, also ein bisschen bei der Selbstreflexion helfen. Wie ihr es wahrscheinlich schon gesehen habt, ich habe hier ein bisschen umgebaut, deswegen nicht wundern. Die Kamera steht jetzt zwischen den Monitoren und nicht mehr rechts. Und so sieht man ein bisschen mehr vom Hintergrund. Und ich bin zwar nicht mehr so zentral, aber das kriegen wir schon irgendwie hin, ne? Also lass uns doch mal ins Spiel hüpfen. So, den ersten Tipp, den ich mit euch besprechen möchte, beziehungsweise den ersten Fehler, den ich mit euch besprechen möchte, ist eigentlich so simpel, aber ich sehe ihn leider so häufig oder immer wieder. Und zwar ist das Problem, dass sämtliche Leute immer wieder denselben Winkel pieken. Und Leute, macht es nicht. Das macht es den Gegnern so unfassbar einfach, euch zu töten, ohne großartigen Aufwand oder sonst irgendwas. Ich zeige euch das mal kurz anhand eines Beispiels. Stellt euch mal vor, hier vorne steht ein Gegner. Machen wir mal so. Hier steht ein Gegner. Und ihr steht jetzt, keine Ahnung, hier. Oder wir stehen nochmal weiter hinten. Also oft passiert das tatsächlich gegen Sniper. Also wenn ihr gegen Sniper spielt, passiert euch das immer wieder. Ich stehe jetzt hinter diesem Baum. Wo ist jetzt unser Graffiti? Da ist unser Graffiti. Ja, da hinten steht einer. Wir pieken auf der Seite. Wir pieken auf der Seite. Wir pieken ihn wieder auf der Seite. Und das macht dem Gegner so einfach. Er braucht einfach nur stehen bleiben. Stellt euch mal vor, wir wären jetzt der Typ und gucken hier drauf. Wir brauchen einfach nur festhalten oder können uns sogar mounten. Wir brauchen einfach nur zielen und wenn er kommt, schießen wir einfach immer auf denselben Winkel. Wir brauchen nicht nachjustieren, gar nichts. Wir laufen immer wieder rein. Deswegen kann ich euch empfehlen, was eigentlich auch logisch ist, piekt von der rechten Seite. Er wird dann wahrscheinlich auf der Seite abaimen. Geht rüber, versucht von dem anderen Winkel nochmal zu sehen, verwechselt den Winkel. Zwar nicht immer abwechselnd, weil dann natürlich weiß er das, wo ihr beim nächsten Mal kommt. Aber hört auf, dem Gegner so ein einfaches Ziel zu geben. Das ist unnötig, das ist schwachsinnig. Also wie gesagt, auch bei beispielsweise hier. Stellt euch vor, da oben steht einer. Wir zielen hier, er zieht mir das Sniper runter. Wir könnten theoretisch aus einem anderen Winkel, theoretisch von hier zielen. Wir können hier rüberlaufen. Und das Einzige, was der Gegner machen könnte, er könnte hier hinziehen und müsste rüberflicken und es treffen. Und ich gehe in der Regel davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, dass der Gegner diesen Schuss treffen wird. Deswegen nehmt es euch zu Herzen und piekt bitte aus unterschiedlichen Winkeln und macht es den Gegner nicht so einfach wie möglich. Der zweite Tipp, den ich euch geben kann und möchte, ist, lasst diese 50-50 Gunfights. Wenn ihr die Möglichkeit habt, den Gegner zu outplayen, dann tut es doch bitte. Ihr habt einen Vorteil gegenüber Controller-Spielern. Gut, das ist vielleicht nicht mehr unbedingt, weil das Auto-Aim deutlich verbessert wurde. Aber wenn ihr wisst, dass ein Gegner irgendwo in der Ecke schimmelt, dann überlegt doch, bevor ihr einfach nur dumm reinrennt und euch auf euer Aiming verlasst. Ihr wisst nie, was der Gegner für eine Waffe hat. Stell dir vor, ich würde mit einer Kilo, die ich jetzt hier gerade habe, die ja eher auf mittlere Distanzen ausgelegt ist und nicht auf den Nahkampf. Stellt euch also vor, ich würde damit eine MAC-10 pushen. Das funktioniert nicht. Das wird nicht gut gehen. Der hat einfach auf Close Range den Vorteil. Deswegen würde ich mir versuchen, würde ich mir überlegen, kann ich mein C4 einsetzen? Kann ich ihn vielleicht baiten? Was immer eine gute Möglichkeit wäre, als kleines Beispiel einfach nur. Stellt euch vor, da steht ein Gegner und er würde uns natürlich jetzt hören. Dann würde ich jetzt die Tür aufschlagen, die Tür leise aufmachen und versuchen ihn off-guard, oh lol, hallo, ihn off-guard zu erwischen. Und so würde er eben damit rechnen, dass wir von der anderen Seite kommen. Und wir haben aber die Möglichkeit, uns von der Seite, die er nicht erwartet, eben leise anzuschleichen. So als Beispiel. Gibt auch oft genug, das kann ich auch gerne nochmal machen. Tipps und Tricks zum Beispiel zum Thema. Es gibt immer wieder Gebäude auf der Map, wo man wahrscheinlich eigentlich, wo man es denkt, dass man nicht auf das Obergeschoss kommt, ohne durchs Treppenhaus zu gehen. Aber es gibt immer wieder Möglichkeiten, wie man in das Obergeschoss kommt. Das müsste man, also die weiß man oft nicht. Die sind nur nicht direkt ersichtlich oder ähnliches. Es gibt immer so ein paar Tricks, wie man irgendwo hochklettern kann, über irgendwelche Laternen, Schilder oder ähnliches. Deswegen kann ich auch gerne mal ein Video machen, wenn ihr daran Interesse habt. Gerne einfach unten in die Kommentare, lasst es mich wissen. Der dritte Tipp, den ich euch geben kann oder auch möchte, ist, klingt zwar einfach, ist aber oft genug zu schwer umzusetzen. Und zwar, schießt nicht zu früh. Es gibt so viele Leute, die ich kenne, die sehen einen Gegner und schießen sofort. In dem Moment, wenn ihr zum Beispiel im Squad spielt und 2 oder 3 Teammates versuchen, sich gerade irgendwie in eine taktische Position zu bewegen und ihr fängt an zu schießen, die drehen um und wir werden auf einem kompletten Open Field beschossen. Stellt euch mal vor, hier da hinten ist in der Regel eine Buystation. Stellt euch vor, da wäre ein Gegner und du bist hier oben oder da vorne am Fenster und deine Teammates laufen hier gerade übers Open Field und versuchen, die zu flanken. Und ihr fangt an zu schießen. Das komplette Team wird Open Field gefightet und haben keine Chance, in Deckung zu gehen und werden 90% so auseinandergepflückt. Dann wären wir wieder bei dem Thema, verlasst euch nicht auf euer Aiming, also nicht nur auf diese 1-1 Gunfights. Spielt schlau, spielt intelligent. Das heißt, positioniert euch erstmal gemeinsam
besser. So, und fang dann an, auf die Gegner zu schießen. Hier wäre zum Beispiel eine geeignete Position. Klar, aber wäre immer noch auf Distanz, aber verlasst euch nicht zu 100% auf euer Aim, sondern versucht euch erst in die richtige Position zu stellen, um dann den Fight gemeinsam zu starten. Auch in Solos ist es einfach. Wenn du zu früh schießt und der Gegner verschwindet hinter einer Mauer oder hinter dem Zelt und du stehst gerade hier offen, ja, ihr könnt euch selbst ausdenken, wie das ausgeht. Der Gegner wird euch einen Shieldbreak geben, ihr versucht ihn abzuschießen, er geht wieder in Deckung, dann kann er sich heilen, ihr müsst euch bewegen, weil ihr euch in der Regel nicht heilen könnt. Wenn er dann zu früh piekt, könnt ihr weder schießen noch seid geheilt. Und ja, so kommen eben sämtliche Faktoren zusammen. Deswegen erst richtig positionieren oder nachdenken und anschließend auf die Gegner schießen. Bitte nehmt es euch zu Herzen, schießt nicht zu früh. Wir haben in unserer Truppe auch immer ein, zwei Leute. Ich will mich da jetzt auch nicht ausschließen. Ich schieß bestimmt auch ab und zu mal zu früh, aber wenn man zumindest weiß, man hat ein sehr gutes Aim und man knockt auf jeden Fall ein, kann sich dadurch einen Vorteil verschaffen. Ja, gut, aber überschätzt euch nicht. Vierter Tipp, den ich euch gerne ans Herz legen möchte, ebenfalls simpel, beziehungsweise Tipp, es ist auch wieder ein Fehler. Viele Leute haben während ihrer Rotation keinen Plan, wo sie hingehen sollen, beziehungsweise wo sie hingehen können. Also erstens, worauf ich jetzt ursprünglich eigentlich hinaus möchte, ist, viele Leute haben keine Ahnung, von wo sie beschossen werden und haben dann daraus resultierend keine Idee, wie sie jetzt damit umgehen. Ich sehe es bei meiner Freundin immer. Grüße gehen raus. Sie ist zwar noch ein Anfänger, aber klar, ihr kann man sowas auch ans Herz legen. Wir möchten jetzt von hier darüber, weil da ein Shop ist, als Beispiel. Das heißt, wir fangen an, wir springen. Vielleicht sitzt uns die Zone auch noch im Nacken. So, jetzt kommen von rechts welche und flankieren uns. Sie hat das Problem, sie schafft es nicht oder hat keinen, wenn sie hat immer nur einen Plan jetzt, oder wir haben immer den Plan, wir müssten jetzt zur Deckung zum Shop gehen, werden von rechts attackiert und schon, ja, ist man planlos. Also man sollte immer wirklich einen Plan haben, okay, wir fliegen von hier rüber, wir haben hier eine Mauer, wenn wir von rechts abgeschossen werden, gut, gehen wir erstmal hier in Deckung. Laufen weiter oder erwidern das Feuer. Also erster Schritt sollte immer sein, Leute, sucht euch Deckung. Also wenn ihr von A nach B wollt, baut euch im Kopf eine Route zusammen. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn wir abgeschossen werden? Was wäre, wenn wir wenn da eine Killstreak kommt, ein Airstrike, ein Clusterstrike? Habt immer einen Plan B in der Hinterhand. Und um euch das Ganze noch ein bisschen einfacher zu machen, das ist nämlich das, worauf ich eben hinaus wollte. Ihr werdet beschossen und wisst nicht von wo. Ihr habt, um euch herum, also ungefähr in diesem, immer am Rand, beziehungsweise ich glaube hier um das Fadenkreuz rum, ich bin mir gar nicht sicher, einen roten Kreis, beziehungsweise so einen roten Strich. Wenn ich jetzt also von links oder rechts abgeschossen werden würde, dann würde bei mir, also wenn ich gleich nochmal im Fight bin, werde ich das bestimmt später nochmal einblenden, aber wenn ich jetzt abgeschossen werden würde von links, dann würde auf der linken Seite, wo jetzt die Kiste zu sehen ist, ein roter Halbkreis oder naja, so ein roter Strich, also in Kreis, mit Kreisbogen eben auftauchen. Das heißt, ich werde von der Seite hier abgeschossen. Gut, da jetzt hier, wir können ja uns da hier hinstellen, dann könnte es eventuell vom Stadion sein, es könnte hier unten sein, könnte von da sein. Aber wir wissen auf jeden Fall, wir stellen uns erstmal so hinter die Kiste, dass er uns nicht mehr sieht, geben uns eventuell Platten und versuchen dann erstmal rauszufinden, wo ist er. Ich meine, bei Snipern ist es ja mal relativ simpel, da sieht man eben den Scope aufblitzen. Und bei anderen Spielern, gut, man hat eine Drohne, man hat einen Herzschlagsensor, man hat in der Regel immer irgendeine Möglichkeit herauszufinden, woher der Gegner kommt. Deswegen seid nicht blöd, versucht immer den Weg mit Deckung zu wählen, macht euch einen Plan B im Kopf und daraus, und wenn ihr abgeschossen werdet, oh, guck mal, hier liege ich, hier bin ich irgendwie gestorben. Wenn ihr abgeschossen werdet, dann versucht euch erstmal in Deckung zu bringen. Klar, manchmal ist es auch schlauer, das Feuer zu erwidern, je nachdem, wenn es Sniper sind, die vielleicht kein gutes Aim haben, dann kann man natürlich sich hier hin und her bewegen, es den Leuten schwer machen, warten, bis sie schießen, bis der gefällt ist, dann zielen, gegenschießen. Das wäre zum Beispiel so ein Ding, wie man auf längere Distanzen auswählen könnte. Nehmen könnte, Entschuldigung. Tipp 5 ist ebenfalls relativ simpel. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Tunnel Vision. Ihr seid in einem Fight mit eurem Team und ihr verharrt so sehr darauf, dass ihr diesen Gegner, diese 1, 2, 3 Gegner, die ihr vielleicht genockt habt, hochzuholen wollt, dass ihr alles um euch herum ausblendet. Und das ist ein Problem, das ist etwas, das darf eigentlich in einem Teamspiel nicht passieren. Es kann nicht sein, dass ihr euer komplettes Teamplay vergisst, nur weil ihr einen Gegner finishen wollt oder weil ihr vielleicht auch looten wollt oder so und dass die komplette Umgebung um euch herum ausblendet. Also auch in Solos zum Beispiel. Nicht nur in Teams, ne? Also in Duos oder Squads. Also überlegt, bevor ihr jemanden pusht, nur weil ihr den Self-Revive holen wollt, sondern wenn ihr euren Teammate hochholen könnt, klar, es ist immer situationsbedingt, aber wenn ihr euer Teammate hochholen könnt, um euch damit einen Vorteil zu verschaffen, dann macht das doch, anstatt nur jemanden
jemanden zu finishen, der gerade mit Self-Revive oder weil irgendwo auf dem Boden liegt. Das ist so eine Sache, das sehe ich leider auch viel zu häufig, auch bei uns im Team. Das muss nicht sein. Auch in Solos ist es ganz oft so, dass ihr jemanden knockt, der Self-Revive habt. Den wollt ihr natürlich auch finishen. Ist ja auch alles schön und gut. Aber dadurch werdet ihr einfach unaufmerksam. Es könnten links und rechts Gegner sein. Ich meine, auch mit Schalldämpfer schießen, das ist, bleibt ja nicht unbemerkt. Und ihr fokussiert euch dann so auf diesen einen Gegner, der mit Self-Revive auf dem Boden liegt, dass ihr einfach vergesst oder nicht mitbekommt, dass ihr vielleicht auch schon flankiert werdet oder ähnliches. Deswegen konzentriert euch auf das große Ganze. Hört auf mit diesem Tunnelblick auf einen Gegner oder auf einen Fight. Weil was bringt es euch, einen Gegner zu finishen, wenn noch drei vom Gegnerteam leben, aber dafür alle drei von aus eurem Team ausgelöscht wurden? Das bringt keinen was. Und deswegen kann ich euch dann nur empfehlen, macht mehr Teamplay und damit seid ihr dann nachher fein raus. Ja, ich hoffe, diese Fehler konnten euch helfen und haben euch ein bisschen vorangeholfen. Ich hoffe, ich konnte das auch ganz gut darstellen. Wenn ihr vielleicht ein paar Probleme habt, euch das bildlich vorzustellen, ich kann gerne versuchen, auch Spielszenen einzublenden, die dazu passen. Also sprich jetzt mit dem roten Zirkel. Also ich werde jetzt gleich nochmal eine Runde machen und aufnehmen, um den roten Zirkel eben einmal mir anzeigen zu lassen, um euch das einmal zu demonstrieren. Aber ja, wie gesagt, wenn ihr wollt, wenn ihr möchtet, dass ich euch das nochmal ein bisschen besser darstelle, spielerisch dann oder bildlich, dann wie gesagt, schreibt es gerne in die Kommentare. Falls ihr euch auch mal ein paar Sachen vielleicht angucken wollt oder vielleicht ein paar Wünsche habt, schreibt mir das auch gerne in die Kommentare. Ich versuche alles umzusetzen, so wie ich es kann. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.